So, hallo und herzlich willkommen zu den nächsten Live-Reactions hier auf meinem Kanal. Und zwar WB Money in the Bank steht an. Eine wunderbare Veranstaltung. Ein Match haben wir jetzt leider schon übersprungen, weil ich ein bisschen was mit Technik zu tun hatte. Aber herzlich willkommen alle Leute, die hier gerade live dabei sind. Alle Friends, alle 270 Friends auf einer neuen Plattform. Und zwar Beam Pro und parallel dazu auch auf YouTube. Kommt einfach mal vorbei beim nächsten Pay-Per-View. Das wird wieder ein riesen Spaß. Das Ganze wie immer unzensiert auf Facebook und in einer zensierten Version auf meinem YouTube-Kanal. Und falls ihr hier neu seid, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren oder meine Facebook-Seite liken für mehr Wrestling Games Content. Diese Live-Reactions gibt es eigentlich fast nur zu den Pay-Per-Views. Und wir legen los mit dem zweiten Kickoff-Match hier von Money in the Bank. Und zwar die Dudleys gegen die Lucha Dragons. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Live-Reactions. Okay, so lange alles so. Santon, komm, das war's. Das muss es doch jetzt sein. Und eins, zwei, drei, wie erwartet, Lucha Dragons holen sich den Sieg. Und los geht's mit Money in the Bank. Mal sehen, welches Match das erste sein wird. Das Tag Team Match wird das erste sein. Enzo und Cass. There's only one word to describe you. And I'm gonna spell it out for you. Gather around, everyone, and witness this. This occasion. Da 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 da. Oh, einfach mal shoot an the Elite. Young Bucks und Kenny Omega. Ich hätte echt jetzt One-on-One jeweils. Ah, das ist doch scheiße. Wie soll denn da Dynamik reinkommen? Und ich sage, dass The New Day hier gewinnt. Okay, auf geht's. Das Chaos in einem Ring vereinigt. Oh, oh, was war denn das? Was ist denn das? Cass nimmt Anlauf. Boot. Der in Englisch. Fliegt er erstmal. Nice. Und jetzt kommen wir schon zum Ende. Gewinnen hier wirklich Enzo und Cass. Enzo! Nein, das kann nicht wahr sein. Das kam jetzt. Eins, zwei, aber nein. Oh oh. Das ist der Finisher von denen. Achtung, Moment. Eins, zwei, aber Carl Anderson dazwischen. Oh. Ich sehe, das wird spannend. Wir haben das alle drauf. Ich sag's euch. Oh, da ist er raus. Das war's. Pam! Nun ey, verteidigt komm, oder? Wer covert wen hier? Und das war's. New Day verteidigt. Das wunderbare Einstieg. Ich freue mich auf die nächsten Matches. Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Dass diese Fehde immer noch kein Ende gefunden hat, ist schier unglaublich. Ich gehe eindeutig von Baron Corbin aus, dass er hier den Sieg davon trägt. Das muss ja irgendwann mal zu Ende sein. Oh, oh Gott. Oh. Habt ihr gesehen, Baron Corbin auf Zigglers Leben gerettet und dann noch Spinning Side Slam. Und das war's, ne? End of Days. Pam. Aber eins, zwei, drei. Was ein langweiliges Match mit ein paar netten Ideen, aber die Story hat so wenig Relevanz, dass halt keiner mehr Bock drauf hat. Women's Division Action, Tag Match. Charlotte und Dana Brooke gegen Natty und Becky. Wo meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich Charlotte und Dana gewinnen werden. Natural Selection, das war's. Over and out. Cover. A1, A2, A3. Ding, ding, ding. Ich habe jetzt Glück. Mein Schlagrhythmus ist ja. Oh Gott, damn it! Natty Hinterrücks, was geht denn nur ab? Was ist denn? What? Also, damit hat, glaube ich, haben sehr wenige Leute gerechnet. Oh, Sheamus gegen Apollo Crews. Ich sage, dass Apollo Crews hier eindeutig gewinnen wird. Tough. Fire! 0815 Face Apollo Crews und alter White Noise, bam! 1, 2. Oh, da kommt er nochmal raus. Wie alt seid ihr? Rauf oder auf Vote Now drücken? Aber das kann er! Ich hab gar nicht hingeguckt! Roll up! Aber Apollo Crews holt sich den Sieg. Okay, Leute, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Hey, Jay Styles gegen John Cena. Das wird ein sehr, sehr interessantes Match. Ich freue mich schon sehr. Ebenfalls Potenzial zu einem Showstealer des Abends. Guck mal, hat sogar Streamer bekommen. Wo sind wir denn hier? Da. Styles hier. Nehmt Anlauf. Was hat er hier vor? Oh. Einfach mal als Leere gefallen, der Arme. Oh, oh, phenomenal Forearm. Fängt ihn aber 100% ab. Ja. Call it. Der hat schon so geguckt, als wäre er gleich zu ihm laufen wollte. Attitude Adjustment wird gekontert. Kraftkiller Ansatz. Und kommt er. Sieht er eine Möglichkeit, aber der wird niemals tappen. Der hat seit Ewigkeit nicht mehr getappt.
Cena, ne? Als wäre der tappen würde, Leute. Five Knuckle Shuffle incoming, geht das ganze Ding durch. Einfach so. Ohne Lust und Laune. Und geht durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Styles Kick aus. Kick aus. Boah. Meinst du auch gleich die Schaufel raus? So schaufelt man da ungefähr, ne? Komm. Leg Drop, der geht doch niemals durch. Na, direkt abgefangen in den Powerbomb. Was macht er jetzt? Der sieht so aus, als würde er. Styles Clash incoming. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Cena. Bitte. Geht durch. Holy shit. Cover. 1, 2. Und er kickt aus. Natürlich. Natürlich. Springboard. 450 in die Knie rein. Geht er durch. Komm, Konter. Konter. Der Konter. Er steht. Er steht auf beiden Beinen. Pele Kick. Daneben. Nein. Ausgewichen. Ey, ey. Endet aber in den Seilen. Ref down. Ref down. Wer kommt da jetzt? Wer kommt da? The Club. Jetzt muss der Ref nur noch zählen. Ich gucke nicht in den Chat. Komm, Super Cena kickt aus. 1, 2. What? Oh, da gewinnt er. Das geht ja 100 Pro noch weiter. Das geht ja 100 Pro noch weiter, aber eindeutig. Es war schon ein super Match, aber muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Das Money in the Bank Match. Das wird richtig super. Wenn Sami Zayn, Cesaro oder Owens gewinnen, einer von den dreien. Ey, ich weine vor Freude, ganz ehrlich. Aber vor allen Dingen bei Owens. Ey, ich wäre so glücklich, Leute. So glücklich. Also ich hoffe einfach mal, dass Owens gewinnt. Let's go! Gramos über Aereos, Lachlas, Tata, Mexiko. Hallo, 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 zusammen. Alberto! Ja, Wins. Mach sie alle platt und hol den Cover, bitte, Baby. Bitte. Wins. Wins. Ja, hallo, Wins. Wins. Bitte gewinnen. So, da kommt Ambrose auch eine Möglichkeit, dass er hier den Cover gewinnt und sie machen eine Shield-Fede. Das sieht nicht gut aus. Oh! Springt Tope Con Hilo! Was macht er? Nee. Oh. Wie geil war das denn? Das ist mein Pfeif. Okay, oh oh. Uppercut Trainer. Das wird auch ein Meme, 100 Pro. Eigentlich haben die Close-Up gemacht von ihm. Oh. Und Kevin Owens, super kick right in the fresh. Viel Spaß damit, Cesaro. Cannonball Express. 1, 2. Exploder in Jericho rein. Wie geil. Jetzt schon Lieblingsmatch des Abends. Silver Kick wie aus dem Nichts. What? Und da haben wir Owens. Was macht der jetzt hier? Super Kick. What? Cesaro ist so ein Tier, ne? Aber ja, Train in den Rücken rein. Sehr schön, komm. Swing it around, baby. Swing it around. Das ist der Move, wo immer alle nicht richtig mitzählen können. Lass ihn mal in der Leiter landen. Das geht bestimmt gut. Was machst du denn hier? Komm. Ach, ich dachte... Okay, dann nicht. Mr. Owens, was machst du denn jetzt hier? Oh! Oh, oh! Oh. Holy shit! Ich weiß jetzt genau, was passiert. Oh mein Gott! So normale Powerbomb, geht auch. Pow! Aaron ist auch noch am Start. Komm schon raus. Fick dich doch! Oh Mann! Fuck! Fuck! Oh, die machen erst. Oh Mann! Ich meine, ich mag den Ambrose. Aber lass doch Kevin Owens die völlige Überraschung sein. Da macht die Sadie so ein Shield-Ding wahrscheinlich draus, ne? Schade, schade. Trotzdem ist er cool. Klar. Aber ich hätte halt viel lieber einen Owens Zayn oder Cesaro gesehen, was halt interessanter gewesen wäre und nicht so das Offensichtlichste. Nett gemacht, das Match.
Hat mich sehr, sehr unterhalten und wird wahrscheinlich das beste Match des Abends gewesen sein. Okay, also Rusev gegen Chavez O'Neill. Ich gehe natürlich davon aus, dass hier Rusev unter 5 Minuten eindeutig gewinnt. Via Accolade. Und tschüss, da tappt er. Okay, Leute, Zeit fürs Main Event. Seth Rollins gegen Roman Reigns. Wird Dean Ambrose irgendwie eingreifen? Oder wird es irgendwie unentschieden in der Art geben? Double Countout, Double DQ. Oder wird Reigns einfach clean gewinnen? Mal sehen. Rollins hier mit der Riesenmöglichkeit. Nimmt Anlauf. Und so ist halt der Eif. Geht sogar durch. Komm, direkt nochmal. Hey! Er springt daneben. Reigns. Man Punch, aber nein, Patrick. Komm, komm, komm. Oh, Big Brother Job. Landet auf die Füßen. Yes, Superman Punch. Oh, was für ein Selling von Mr. Rollins. Komm mal, der 1, 2, Marki oder 10, aber nur bis 2. Frog Splash. Superplex. Und direkt hinterher. Komm, komm, komm. Jawohl. Falcon Arrow, komm, geh durch. Oh, hey, hey. Es wird immer knapper. Oh nein. Oh nein. Oh gut. Shit. Oh. Oh oh. Spear ins Leere. Oh, erneuter Ansatz zum Spear da hinten, wie scheint. Oder Superman Punch oder so. Niemals bitte durchgehen. What? 1, 2. Oh, dieser Fecker. Oh, wie geil war das denn, bitteschön? Wie geil war das denn, bitteschön? Komm schon. Da war's. Komm, das muss es sein. Das muss es sein. So. Yeah. Bitte kein Dean Ambrose. Reicht. Schnitt aus. Pay-per-view vorbei. Komm, reicht. Oh, dieser Ficker. Jetzt kommt er tatsächlich. Das ist doch scheiße. Och, Mann. Nicht jetzt. Noch nicht. Aber Seth Rollins ist zu ready dafür. Komm, der teast nur. Der teast nur. Nicht von hinten oder so. Ficker. 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 Oh, nein, 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 nein. Tease bitte nur an. Tease bitte nur an. Nein. Nein! Der läutet die Ringglocke auch. Nein! Du nicht! Das ist doch scheiße! Die bringen dann echt! Die bringen dann echt Dean Ambrose fucking neuer! WWE World Heavyweight Champion! Die bringen das tatsächlich! Och Mann! Och Mann! Naja! Da machen die eine Triple Threat Feder draus, 100 Pro! Naja! Egal, ihr wisst ja, wie die Friends abgehen. Okay, Leute, das war also WWE Money in the Bank 2016. Gemischte Gefühle. Die ganzen Friends können ja mal bitte ganz kurz ihre Note in den Chat schreiben. Würde mich einfach mal interessieren. Ja, was haben wir für eine Veranstaltung gesehen? Die Highlights waren auf jeden Fall, also das größte Highlight war, glaube ich, das Money in the Bank Match. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Main Event Match hat wieder etwas Zeit gebraucht, um Fahrt aufzunehmen, wie sich das aber auch gehört. Die Endsequenz war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als Rollins gewonnen hatte. Und dann, dass sie wirklich den Cash-In von Dean Ambrose bringt, hätte ich nicht gedacht, dass sie es wirklich durchziehen. Aber auf jeden Fall interessant. Vielleicht bekommt ja Dean Ambrose so mehr Relevanz und da wird es ja sehr wahrscheinlich dann so eine Triple Threat-Fehde irgendwie in der Art geben. Ansonsten muss ich sagen, dass Styles gegen Cena ein bisschen unter meiner Erwartung geblieben ist. Dennoch sehr, sehr anschaulich. Genauso wie das Tag Team Match am Anfang. Der Rest eher so. Brauchst du nicht mehr, kannst du vergessen. Ich würde dieser Veranstaltung eine 2 minus bis Latte 2 irgendwie geben. In Schulnoten schreibt eure Meinung zu diesem Pay-Per-View, zu dieser Special-Veranstaltung in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und für alle Leute, die hier dabei waren. Cool, dass ihr so lange mit mir durchgemacht habt, bis 5 Uhr morgens. Die haben ein bisschen überzogen. Und bis dahin, nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben und den Kanal zu abonnieren, beziehungsweise meine Facebook-Seite. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!